Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei The Golf Club. Und ja, wir machen gerade 3 Runden. Mit der zweiten sind wir in der letzten Folge fertig geworden. Ja, plus 9 hört sich schlimm an, aber da war ein Loch mit plus 7. Das war halt richtig scheiße. Jetzt haben wir noch eine 70er Bahn, also eine paar 70 Bahn Fallbrook. Und da wollen wir einmal starten. Denkt auch an das Gewinnspiel, Leute. Ich sag's noch ein paar Mal, es läuft nicht mehr so lange. Was müsst ihr machen? Einfach in die Videobeschreibung gehen. Da seht ihr einen Link zum Gewinnspiel. Da kommt ihr dann zu Part 1 des Let's Plays. Und wenn ihr da einen Daumen hoch hinterlasst und einen Kommentar schreibt, seid ihr in der Auslosung dabei. Unter allen Kommentaren wird der Gewinner gezogen. So, ich hoffe, das ist Part 4. Ja, 259, Mensch. Ja, das geht ja schon mal gut los. So, da werden wir auf jeden Fall volles Gedeck hinballern. Lieber mit dem Dreierholz. Und dann sollte der, wenn alles gut geht, auf dem Grün landen. Und dann müssen wir den hooken. Das ist ja blöd. Aber auch gut. So haben wir auch jetzt die Chance, relativ nah an die Fahne ranzuspielen. 40 Yards, 45, leichter Gegenwind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen kurz ist. 55. Wenn wir hier mit dem Flop 35, müssen wir uns das mal so ein bisschen zu... Ich würde ganz gerne irgendwie so 50 haben, glatt. Okay, nehmen wir die 55. Gut, dass wir die 55. Na, ist glaube ich egal. Geht so auch. So, Hauptsache der fällt jetzt. Yes. Also, geht gut los mit 1 unter. Sehr schön. Aber war jetzt auch nicht die schwerste Bahn, ne? Muss man auch sagen. Okay, hole number 2. So, weiter geht's. Jo, schöner Abschlag, sehr schön. Looks like you'll be in the short stuff here. Was? Achso, ich wollte gerade sagen, short stuff, also kurzgeschnittenes, kurzgeschnittener Rasen, Fairway. So, 178, es geht ein bisschen runter. Da können wir wahrscheinlich sogar den hier nehmen. Ah, ich bin mir aber nicht sicher. Sonst nehmen wir den und schlagen ihn so ein bisschen hier. Ein bisschen hier vielleicht. So, bin ich mal gespannt. Bisschen links. Aber geht soweit, ne? War okay, war völlig in Ordnung. And for the bird. So, was haben wir jetzt? Es geht leicht nach rechts, hier vorne auch noch. Ah, wobei, da steht's. Also es, wir brauchen nur ganz leicht links zielen. 32 Feet. Komm, geh rein. Ah. Das ist wirklich schade jetzt. Na gut. And that'll keep you at one under for the round. So, weiter geht's. 1 unter nach 2. Hätte auch 2 okay, unter sein können. So, was haben wir hier? Ein kurzes, ein langes Par 3. 234. Ja, leichter Gegenwind. Müssen wir schon machen. Der kommt sehr gut. Is it gonna have enough? Komm rauf. Roll. Roll, 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 roll. Natürlich nicht. Schade. Yards. Da nehmen wir lieber einen 8er, wa? Nehmen wir einen 9er. Roll, 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 roll. Hätten wir mal das 8er genommen. Schade. Richtung war aber gut.
Jo, schön. Also, es läuft doch richtig gut gerade. Auch wenn hier wirklich ein 3 unter locker drin ist. Alright, next stop, let's hope for some fairway. 340. That's quite a slice onto that one. Ja, leichter Slice. Aber weil das Loch relativ kurz ist, eigentlich kein großes Problem. Okay, so you're in the rough here. 66 Yards. Ja, da können wir, wenn wir hier jetzt 10% abziehen, dann kommt das sehr gut hin. Vielleicht ist er dann noch eher zu weit. Vielleicht können wir den noch so ein bisschen entschärfen. Ja, wunderbar. Da soll er hin. Vielleicht ein bisschen kürzer noch, dann haben wir es leichter hier beim Putten. Aber ich denke mal, das sollte klappen. Oh, das darf nicht sein, ey. Das ist echt fahrlässig liegen gelassen. Mann. Schade. Na gut. Doch, völlig in Ordnung. Sehr gut. So, 254. Es geht deutlich bergab. Bisschen Gegenwind. Aber das Problem ist, der hier ist zu wenig. Also da müssen wir wirklich volles Gedeck jetzt rauf. Oh, und der geht links. Oh, es geht sogar noch. Wenn wir den jetzt rangechippt bekommen, dann läuft das. 22 Yards. Dann nehme ich doch lieber die sichere Variante mit dem Flop. So, was haben wir jetzt? 30 Yards. Ja, kann ruhig noch ein bisschen weniger werden. Und rein! Wow. Was ein geiler Schlag. Hinter die Fahne und dann mit dem Backspin rein. Was war das denn Geiles? Sauber. Richtig geil. Schön. Also, 2 unter. Geiles Ding. So, weiter geht's. Zwei unter. Das sieht doch richtig gut aus. Und da waren noch Chancen, dass man noch weiter unter Paar hätte sein können. Nice. Should be in the fairway. So, der Abschlag auch gut. Daran liegt es nicht. Das sind dann eher die Annäherungen, die dann nicht ganz so gut kommen manchmal. 100, weil so richtig ganz nah an die Fahne haben wir's, schaffen wir es selten, ne? So, hier nehme ich mal wegen Rückenwind und weil es ein bisschen weiter unten ist, nehme ich mal ein kleineres Eisen. So, der kommt, glaube ich, ganz gut. Ja. Komm, ein bisschen nach links rollen. Länge war super. Und das ist die nächste Chance zum Birdie. Können wir gerade lassen, wa? Ganz kleines bisschen nach links. Jawohl. 3 unter. Na Mensch, jetzt geben wir aber richtig Gas. Sehr schön. Oh, und wenn da nicht die beiden verschobenen Putts wären, dann wäre es noch besser. So, was soll das jetzt hier? Können wir da nicht rüber? Das klappt doch, oder nicht? Komm schon! Ja, was war das denn für ein geiles Ding? Nice. Geil! Right around 230 yards to go. Aber krass, ey. Und jetzt noch 229 Yards. Was ist das denn wieder für ein paar 4? Also, das hätte auch locker ein paar 5 sein können. Und dann so eine Scheiße hier noch am Ende. Meine Fresse. So,
Hauptsache rüber. Alter, wie geil ist das denn? Hammerschlag. Also jetzt hauen wir aber richtig welche raus. Meine Herren, das war mal richtig geil. So, und der sollte dann auch reingehen. Jawohl. Well done. 4 unter. Jetzt läuft's doch richtig. 4 under for the round. Okay, let's put this ball out there. So, weiter geht's. Aber es ist ein leichter Kurs bis hier, ne? Also die sind wirklich... Oh. Nicht so geil. So, schade. 75. Aber den können wir, glaube ich, ganz gut an die Fahne setzen. Jo, dann haben wir zumindest das Bogey gerettet. Vielleicht sogar das Paar. Okay, let's see what you can do with this 8-footer. Na, oh, schade. Sehr schade. Also, wird ein Bogey. Aber ansonsten flutscht es wirklich richtig gut hier. Schon die 9 jetzt. 245, boah, ist das lang. Ja, da würde ich, glaube ich, sogar das längere nehmen. Ja, kommt gut. Aber der wird natürlich rübergehen. Oh, geht sogar. Da haben wir sogar noch eine Mini-Chance, jetzt das Birdie zu spielen. Okay, for the Birdie. So, da hinten geht's ein bisschen rechts, hier vorne links. Komm. Ah, schade. Aber ein guter Putt. So ein Double Break ist halt auch nicht ganz so einfach. Jawohl, der war aber sicher. Ja, Leute, das läuft doch richtig gut. Wir sind bei 3 unter. Hier nochmal die Scorecard. 1 Bogey und 4 Birdies. Und ja, wir machen ein kurzes Päuschen. Nächste Folge geht's dann weiter hier bei Fallbrook. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.